Obwohl mein letztes Was-wäre-wenn-Video an sich gar nicht mal im Vergleich zu allen anderen Was-wäre-wenn-Videos so wirklich viele Aufrufe hat und anscheinend auch nicht wirklich so viel Interesse geweckt hat, habt ihr mir aufgrund dessen, dass dieses Video veröffentlicht wurde, extrem viele Anfragen geschickt in Sachen, ey Tobi, sag mal, kannst du nochmal ein Was-wäre-wenn-Video machen? Ich weiß nicht, ob das Ganze jetzt hier ein neues Format wird oder eigentlich ist das Was-wäre-wenn-Format ja schon da. Ich werde jetzt auf jeden Fall von euch bestimmte Was-wäre-wenn-Vorschläge einfach mal aus Instagram, aus meinen Nachrichten rausziehen und die hier auf dem Kanal bearbeiten. Das heißt, hierbei könnte es aber auch passieren, dass die eine oder andere Was-wäre-wenn-Frage vielleicht gar nicht dazu gedacht ist, ein Riesenuniversum aufzubauen. Aber trotz allem werde ich mal versuchen, daraus das so möglichst Interessanteste zu ziehen, was mir irgendwie möglich ist. In diesem Sinne würde ich sagen, fangen wir einfach an mit einem neuen Was-wäre-wenn-Video. In diesem Fall, was wäre, wenn Lewis Dodgson nie auf Dennis Nedry getroffen wäre? Viel Spaß mit dem Video. Okay, ich habe mir diese Frage jetzt wirklich einfach mal zur Brust genommen und habe die extrem ausführlich bearbeitet, um im Endeffekt eine Antwort auf die Frage zu bekommen, was wäre gewesen, wenn ein Dennis Nedry niemals in die Fänge, ich nenne es einfach mal Fänge, von Lewis Dodgson geraten wäre. Und die Antwort darauf ist eigentlich, naja, es wäre einfach kein Unfall passiert und der Jurassic Park wäre niemals eskaliert. Spaß beiseite, ich habe mir dabei wirklich mehr Gedanken gemacht. Im Endeffekt wäre das gar nicht mal so unrealistisch, aber der Gedankengang dahinter wäre ein noch wesentlich größerer. Nehmen wir uns einfach mal dieses Szenario und gucken, was Dennis Nedry denn wirklich in die Arme von einem Lewis Dodgson getrieben hat. Die Antwort dazu bekommen wir im allerersten Jurassic Park Film und wenn man genau hinhört, kann man das aus John Hammonds Aussage herauslesen, beziehungsweise aus dem Gespräch zwischen John Hammond und Dennis Nedry. Da geht es nämlich darum, dass John Hammond sagt, dass seine finanziellen Probleme auch seine finanziellen Probleme sind. Und daraufhin gehen sie auch so ein bisschen auf eine Debatte ein, die die beiden wohl geführt haben, was das Gehalt und das Geld angeht. Und daraus kann man ganz einfach entnehmen, ja, Dennis Nedry hat extreme Geldschulden und ist deswegen in die Fänge von einem Lewis Dodgson geraten. Ich meine, Dodgson bietet ihm ja, ich glaube, für alles zusammen, also wenn diese Mission wirklich glückt, um die 1 Million Dollar an. Passt das so? Ich werde sie auf jeden Fall gerade mal einblenden. Ich habe es gerade nicht mehr auf dem Schirm. Das ist natürlich schon sehr verlockend für einen Dennis Nedry, der sich eben einfach denkt, ey komm, hintergehe ich einfach den alten Mann. Was soll dabei schon passieren? In diesem Was-wäre-wenn-Szenario wäre es allerdings ein John Hammond gewesen, der Dennis Nedry den Wunsch erfüllt hätte. Nedry hätte das gesamte Geld von einem Multimilliardär wie John Hammond von vornherein bekommen, um eben dessen Schulden abzubezahlen. Das Szenario finde ich gar nicht mal so unrealistisch, denn zum einen, ja, John Hammond ist ein Multimilliardär, zum anderen übergibt auch er einem Dennis Nedry die komplette Verantwortung alleine über die Sicherheitssysteme des Jurassic Park. Dennis Nedry kann alleine die gesamten Sicherheitssysteme aus dem Park abschalten, was heißt, dass er auch eine extreme Kompetenz haben muss, dass ein John Hammond sagt, pass auf, dem Typen mit den Geldproblemen, dem übergeben wir jetzt so eine Kontrolle. Also ja, in einer fairen Welt hätte ein John Hammond gesagt, okay, pass auf, ich erkenne dein Talent dahinter, ich weiß, wie viel wert du für den Jurassic Park bist, ich zahle dir dieses Geld eben auch. Von mir aus hätten die auch noch einen Deal ausmachen können, dass das Geld zum Teil wieder zurückgezahlt werden muss und er ihm nur einen Vorschuss gibt. Ist aber auch für die Geschichte vollkommen egal. Das heißt, in dieser Geschichte wäre ein Dennis Nedry nicht in die Fänge eines Lewis Dodgson geraten, weil wir hier das erstmal wegradieren, was Dodgson sich ja zunutze gemacht hat, um Dennis Nedry eben zu manipulieren. Im Buch erfahren wir ebenso, dass Lewis Dodgson bereits öfter Menschen manipuliert hat und dass Dennis Nedry ihm gerade recht gekommen ist, denn sonst hätte er nicht wirklich jemanden finden können, dem er, naja, den er dermaßen manipulieren kann. Ein Lewis Dodgson hätte natürlich auch auf einen Dr. Alan Grant und eine Ellie Sattler zugehen können, weil auch die ja das Geld von John Hammond dankend annehmen für Spenden. Allerdings sind die beiden vom Charakter her nicht wirklich so, dass sie von einem Lewis Dodgson manipuliert werden können, beziehungsweise dass der eben einfach sagt, pass auf, ihr bekommt ungefähr 1 Million Dollar, wenn ihr Dino-Embryos klaut. Ein Dr. Alan Grant und eine Ellie Sattler würden darauf nicht anspringen. Das heißt, wir können diesen Faktor Lewis Dodgson erstmal rausstreichen und überlegen uns, wie wäre denn die gesamte Geschichte weitergegangen mit einem treuen Dennis Nedry. Im Endeffekt können wir jetzt die ganze Nummer so weiterspinnen, wie es eben auch davor gewesen ist. John Hammond bräuchte
Dr. Alan Grant, Ellie Sattler und eben auch Ian Malcolm, um die Investoren zu besänftigen. Auch der Anwalt Donald Gennaro wäre natürlich mit dabei. Das Ganze müsste abgesegnet werden. Der gesamte Jurassic Park müsste einen Stempel bekommen. Und ohne einen Dennis Nedry wäre das auch so passiert. Ich meine, ja, wir haben zwar diesen Sturm auch bekommen in Jurassic Park und nein, das ist nicht der Hurricane Clarissa. Aber dieser Sturm hatte nicht wirklich eine Auswirkung gehabt. Der ist übrigens auch nur im Film mit drin, weil zum Zeitpunkt der Dreharbeiten von Jurassic Park 1 wirklich ein Sturm aufgetaucht ist, der gar nicht ohne war. Und deswegen hat man diesen Tornado quasi diesen Hurricane quasi mit in den Film eingebaut. Er hätte jetzt aber auch nicht die Zäune komplett lahmgelegt. Zumindest gibt es da keine Infos, dass das noch alles schlimmer gemacht hätte. Denn dieser Hurricane, der verschwindet dann ja auch während des Films und der Park ist jetzt nicht wirklich komplett zerstört durch diesen Sturm. Also können wir davon ausgehen, ja, sehr wahrscheinlich wäre der Jurassic Park ein Erfolg gewesen. Wir dürfen dabei allerdings nicht vergessen, dass Ellie Sattler, Ian Malcolm und Alan Grant bereits skeptisch gegenüber dem Jurassic Park gewesen sind, bevor überhaupt irgendwas eskaliert ist. Als alle zusammen beim Lunch sitzen, diskutieren sie darüber, was jetzt positiv und was jetzt negativ ist. Und dummerweise sind all diejenigen, die Don Hammond in den Park geholt hat, damit die den Park absegnen, gegen den Jurassic Park. Das ganze Szenario passiert dann jedoch, naja, bevor sie auch überhaupt erstmal den T-Rex und alles sehen, in diesem Was-wäre-wenn-Szenario hätte Nedry das System nicht runtergefahren. Das heißt, die Rundfahrt wäre abgelaufen wie auch davor. Alan Grant und Co. hätten den T-Rex möglicherweise nicht gesehen, möglicherweise auch gesehen, je nachdem, wie lange sie eben noch da gestanden hätten. Und die Faszination wäre zwar da, aber gleichzeitig wäre eben auch die Ehrfurcht immer noch vorhanden. Jetzt müssen wir uns eben überlegen, inwiefern macht es Sinn, dass ein Dr. Alan Grant, eine Dr. Ellie Sattler und ein Dr. Ian Malcolm letztendlich doch noch gesagt hätten, ja, wir segnen diesen Park ab. Und hier habe ich mir auch ein paar Gedanken drüber gemacht und ich bin für mich zum Schluss gekommen, dass ein Dr. Alan Grant durch die reine Faszination, die er auch am Anfang hatte über den Brachiosaurus, dass er sehr wahrscheinlich letztendlich seinen Segen mitgegeben hätte. Auch eine Dr. Ellie Sattler wäre mit Sicherheit auf den Zug aufgesprungen, nicht ohne auch Warnungen auszusprechen. Wer jedoch sehr wahrscheinlich abgesprungen wäre, wäre Dr. Ian Malcolm. Malcolm hätte demnach also weiter seine Warnungen verbreitet und hätte ganz klar vor diesem Park gewarnt. Ebenfalls hätte er auch Ellie Sattler und Alan Grant davor gewarnt, irgendetwas zu unterschreiben, den Park wirklich abzusegnen, denn das hier ist etwas, was man nicht kontrollieren kann. Jetzt gäbe es zwei Optionen, wie das Ganze weitergehen würde. Option Nummer 1 wäre Anlage A, also die Isla Nubla, hätte dasselbe Schicksal erleiden müssen wie auch die Anlage B. Das wäre auch realistisch, denn auch die Anlage B galt ja eigentlich als sicher, denn es gab ja Zäune, bis dann der Hurricane Clarissa gekommen ist und hat quasi alles weggefegt. Die Isla Nubla könnte also genauso von einem Sturm heimgesucht werden, was sehr realistisch ist. Was es gerade, wo ich laut ausspreche, noch dümmer macht, dass sie erneut einen Jurassic World Park auf dieser Insel aufgebaut haben. Mit einem aktiven Vulkan, wo Hurricanes... Das ist wirklich dumm. Naja, egal. Auf jeden Fall wäre das eine Option, dass der Park so untergegangen wäre und in diesem Fall hätten wir dann quasi ein Jurassic World-ähnliches Szenario bekommen. Denn der Park wäre, nachdem Alan Grant und Ellie Sattler den Park eben abgesegnet hätten, bereits geöffnet worden. Ian Malcolm hätte dem Ganzen ja skeptisch gegenübergestanden, aber ich glaube, ein Ellie Sattler und gerade ein Dr. Alan Grant, der ja, wie wir im Buch erfahren, in der ganzen paläontologischen Szene ein Weltstar ist, wenn der sagt, ja, gib ein Go, dann wäre der Park sehr wahrscheinlich auch geöffnet worden, selbst wenn ein Dr. Ian Malcolm abgesprungen wäre. Das heißt, wir hätten ganz viele Besucher an dem Park gehabt, wir hätten ein Jurassic World-ähnliches Szenario gehabt und dann hätte es einen neuen Sturm gegeben oder irgendeine Art Ian Malcolms Warnung hätte sich auf jeden Fall bestätigt. Das zweite Szenario wäre folgendes gewesen. Im Park wäre einfach gar nichts passiert. Der Jurassic Park hätte super gut weiter funktioniert und John Hammond hätte nach und nach den Park auf der gesamten Welt expandieren lassen. Bereits in Jurassic Park 1 sehen wir im Hintergrund in der Lunch-Szene, dass bereits ein Jurassic Park Europe geplant gewesen ist. Und deswegen wissen wir ja, es hätte sehr wahrscheinlich auch einen Jurassic Park in Europa gegeben, vielleicht sogar in Deutschland. Hätten sich dann die ganzen Klimaaktivisten an den Zäunen festkleben können. Und ähnliches Szenario haben wir schon mal besprochen in dieser ganzen Was-wäre-wenn-Geschichte. Und damals haben wir gesagt, dass die Jurassic Parks in diesem Fall überall auf der gesamten Welt entstanden wären, quasi so ähnlich wie ein Disneyland, nur noch ein bisschen häufiger und
dass dann so Dinosaurier auf dem gesamten Globus verteilt worden wären. Wenn jetzt also eine Katastrophe passiert wäre, hätten wir eine komplett globale Dinosaurier-Pandemie. Ist das nicht eine bessere Story, als was Jurassic World Dominion gemacht hat? Ist vollkommen egal. Auf jeden Fall wäre genau das dann eben letztendlich passiert. In diesem Szenario können wir allerdings davon ausgehen, dass die Dinosaurier in diesem Fall nicht einfach nur in Zoos und Parks hätten eingepfercht oder wären eingepfercht gewesen, denn solange alles gut läuft, hätte ein John Hammond, auch noch auf jeden Fall mit den Worten eines Donald Gennaro, die ganze Nummer weitergedacht. Wir wären definitiv eines Tages zu Hybriden gekommen und hätten die Kommerzialisierung der Dinosaurier weiter vorangetrieben. Die Saurier wären irgendwann nicht mehr nur in Zoos, nein, sie wären auch in privaten Haushalten, sie wären für militärische Zwecke eingesetzt worden, quasi auch das, was ein Jurassic World uns später zeigt. Und hierzu muss nicht einmal ein John Hammond dazu irgendwie sagen, nein, denn ich glaube, ein John Hammond hätte auch nicht zugestimmt, Dinosaurier ans Militär zu verkaufen. Denn er war ja mehr davon begeistert gewesen, die Menschen zu faszinieren und diese Urzeitkreaturen, naja, uns zurückzubringen und eben uns näher zu bringen und nicht, um sie als Waffen einzusetzen. Allerdings ist ein John Hammond auch schon relativ alt gewesen und wir wissen ja, dass er kurz nach den Ereignissen von The Lost World Jurassic Park 2 gestorben ist. In diesem Fall hätte jetzt ein Peter Ludlow die Führungsriege übernommen und hätte gar nicht mehr erst heimlich auf die Isla Sorna fliegen müssen, um da einen geheimen Dinosaurier zu stehlen. Nee, es wäre ja alles in Ordnung. Es gibt ja keinen Grund, irgendwas heimlich zu machen. Er könnte jetzt einfach seinen kompletten Plan durchsetzen. Und sein Plan war im Film gewesen, einen Jurassic Park in San Diego aufzubauen. Also was wäre jetzt, wenn Peter Ludlow diesen Park aber schon hätte, aufgrund dessen, dass ein John Hammond den Park bereits eröffnet hätte, weil ein Dennis Nedry niemals den Jurassic Park sabotiert hätte. Ich bin mir bei Peter Ludlow nicht ganz sicher, ob er dann wirklich so in die Rolle des Bösewichts gegangen wäre. Ich meine, sein Plan war total bescheuert gewesen, aber sein Plan war im Endeffekt auch nicht mehr als zu sagen, ich will jetzt einen Jurassic Park in San Diego haben. Allerdings glaube ich, dass wir jetzt erneut einen Lewis Dodgson auf die Leinwand holen könnten. Lewis Dodgson riecht es ja irgendwie, wenn Menschen manipulierbar sind. Und ich würde einen Peter Ludlow mitunter als den manipulierbarsten Menschen im gesamten Jurassic-Universum einschätzen. Ein Ludlow bräuchte zwar das Geld von einem Lewis Dodgson nicht mehr, allerdings könnte dieser ihn anderweitig beeinflussen, zum Beispiel mit bestimmten Ideen. Wie wäre es denn, wenn Biosyn bereits einen riesen Anteil des Militärs beherbergen würde? Das wäre auch nicht undenkbar, denn Biosyn würde nach der erfolgreichen Eröffnung des Jurassic Parks nicht weiter auf Dinosaurier setzen. Biotechnologie könnte auch in Waffen umgesetzt werden, zum Beispiel in Bomben, in Gase, in ähnliches. Biosyn könnte also in diesem Fall die komplette Richtung geändert haben, weg von Dinosauriern hin in Richtung Militär, und damit so einen Erfolg haben, dass Biosyn einen Großteil des Militärs mitfinanziert. Sollte jetzt ein Peter Ludlow und ein Lewis Dodgson gemeinsam miteinander kooperieren und gemeinsame Sache machen, wären Dinosaurier auf diesen Weg ans Militär gelangt und wir hätten im Endeffekt wieder ein ähnliches Szenario wie in Jurassic World Dominion. Allerdings hat Dominion noch einen Vorteil gehabt. Dinosaurier waren hier mehr wild, die waren hier mehr frei auf unserer Welt, was auch nicht unbedingt gut ist, weil wir und Saurier können schwer koexistieren. In diesem Szenario allerdings hätten wir Dinosaurier unter der Kontrolle eines Lewis Dodgson. Saurier unter der Kontrolle eines Peter Ludlow. Ich will das Ganze einfach mal hier abbrechen und euch fragen, was meint ihr, wie wäre die Geschichte ausgegangen, wenn Peter Ludlow und Lewis Dodgson wirklich die Kontrolle über die Dinosaurier erlangt hätten? Denkt euch da mal was Feines aus und ich werde es im nächsten Video, werde ich mir meine Lieblingsgeschichte von jemandem von euch herausziehen. In diesem Fall wird aber auch dein YouTube-Name hier im Video genannt, und dass du da auch schon Bescheid weißt. Und dann werden wir diese Geschichte hier gemeinsam beenden. Sei also kreativ, komm am besten nicht mit einfach ein neuer Weltkrieg, sei kreativ in der Nummer, was wäre dann passiert? Kleiner Augenzwinker von jemandem, der eigentlich sehr affin für Fanservice ist. Alan Grant, Ellie Sattler und Ian Malcolm leben immer noch. Aber du musst ziemlich mit einbauen, überrasch mich da einfach. In diesem Sinne bin ich raus mit dem Video, hört, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.